got this feeling. Branch, wir wurden angegriffen von den Bergen. Wie ist dein Plan? Freunde retten und ab nach Hause. Es gibt so viele Gründe, warum man sich Trolls einfach anschauen muss. Ja! Er ist einfach unglaublich bunt. Die Musik wird dich umhauen. Es erwarten euch liebevolle, witzige Charaktere. Ghetto-Faust. Gangschaltung. Es gibt ganz viel Glitzer. Der Film macht unglaublich gute Laune. Trolls, ab dem 20. Oktober im Kino. Hallo? Hallo? Hallo! Hi. Hallo. Hallo. Okay, danke, ja. Verstanden. Also ich auf jeden Fall super lange. Ich habe ja hier True Colors, ne? Ja. Regenbogen. Hatte ich wirklich lange als Ohrwurm. Bestimmt bis zum nächsten Tag wieder. Ich hatte tatsächlich von Regenbogen auch einen Ohrwurm. Mein größter Ohrwurm war aber Cyndi Lauper. Komm zur Party. Stimmt. Sei ein Cowboy für den Wow. Also natürlich ist meine Rolle meine Lieblingsrolle, das ist ja ganz klar. Und dann ist meine zweite Lieblingsrolle ist die Wolke, weil ich die so unfassbar süß und lustig finde. Ich hab diesen Take mit der Wolke und Branch, glaube ich, das ist ja immer ganz gestückelt. Also man sagt immer nur ganz kleine Abschnitte von den Sätzen. Das heißt, es waren sowas wie 40 Takes oder so von dieser einen Szene. Und ich habe das, jedes Mal, wenn ich das geschaut habe, habe ich mir einen abgelacht und fand das so toll. Ich bin wirklich ganz, ganz verliebt in diese Wolke. Ist so süß. Ja, also bei Marc sind es relativ wenig Parallelen. Er hat natürlich mit Sicherheit auch mal seine branchigen Tage, wie ich jetzt schon gelernt habe. Wir haben die Frage ja schon ein paar Mal beantwortet. Aber die Parallelen sind dann doch eher gegensätzlich. Also der Branch singt nicht gerne, der Marc singt gerne. Der Branch ist oft sehr, sehr traurig, der Marc ist sein. Nicht so oft sehr, sehr traurig. Der Branch mag keine Farben. Du magst Farben, bist zwar farbenblind, aber... Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Ich kann das, also für mich dieses... Der Marc denkt, das hier ist rot. Das, für mich ist das hier alles... Das ist alles... Eine Farbe. Grün. Ja. Ja, Und ja, genau, das bin ich, ne? Und Poppy ist sehr, sehr laut, singt sehr, sehr gerne, mag Glitzer, mag Cupcakes. Cupcakes. Und ist die ganze Zeit fröhlich. Sehe ich eigentlich keine Parallelen zu Lena. Neben Spaghetti-Eis beschäftige ich mich auch viel mit Cheesecake. Ist so? Ja. Ich kann richtig guten Cheesecake. Ach komm, machen oder was? Ja. Ah. Ohne Scheiß, ich kann richtig guten Cheesecake machen. Okay, weil dann eventuell kriege ich irgendwann mal von Lena einen Cheesecake. Wann hast denn du Geburtstag? 11. Januar. 1-1-1. Wow! Das ist so ein bisschen so ein Illuminati, ne? Ja. Haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ja, ich bin bis jetzt noch nicht vorgekommen. Also wenn ich schlecht gelaunt bin, rufe ich Lena an und frage, ob wir Cheesecake kriegen. Kannst du backen? Digga, hast du Zeit? Kannst du backen? Lena, machst du mir einen Cheesecake? Ja, also bei mir ist ja die amerikanische Version spricht ja Justin Timberlake und es ist eh irgendwie so, dass wenn man so Justin Timberlake und mich vergleicht, dass da wahnsinnig viele Parallelen einfach gibt, ne? Dass wir uns in vielen Sachen ähneln, sagen wir mal, also natürlich stimmlich und tanzmäßig ist aber natürlich. Aber wenn man so lange befreundet ist, dann gleicht man sich auch an mit ja, der Zeit. Das weiß es nicht jeder, ne? Dass ich Justin und ich uns verbinden wirklich eine jahrelange Freundschaft. Und deswegen, jetzt, in letzter Zeit natürlich viel über WhatsApp, weil wir in L.A. wohnt und ich in Winnweiler. Und es ist so, dass ich früher bei NSYNC halt war, bevor die richtig abgegangen sind. Und wir dann irgendwie gesagt haben, okay, wir sind uns echt zu ähnlich einfach von Macht Dingen keinen her. Sinn. Dann, deswegen musste mich jetzt es nicht besonders... Sozusagen, es kann nur einen in der Band geben. Kann nur einen. Und ich hatte dann zu der Zeit auch keinen Bock mehr auf Boyband und so. Und kann ich verstehen. Dann,
Was ist eigentlich auch und deswegen war es für Marc jetzt auch nicht so das Problem, da relativ nah am Original sozusagen dran zu sprechen. Also war sozusagen auch das Feedback. Und klar, bei mir, ich musste mich da auch erstmal so ein bisschen reinfinden. Ne? Also es ist natürlich toll, so jemanden zu treffen und so jemanden zu sehen. Ich finde es auch persönlich einfach interessant. Also der ist einfach ein Weltstar und das ist schon irgendwie nochmal eine andere Nummer. Aber wie du schon sagst, es war im Grunde genommen sehr unspektakulär. Aber vielleicht war es deswegen auch spektakulär, weil er einfach total normal war und total nett war. Und Anna ganz genauso. Die waren super auf dem Boden und mega nett einfach und haben ihren Job gemacht. Die haben da gestanden und haben sozusagen mit allen Synchronsprechern aus den verschiedenen Ländern Pressetag und Interviews und Fotos gemacht. Und das ist natürlich auch ein enormes Pensum. Und deswegen hatte man da jetzt keine Zeit für einen Nachmittagskaffeekuchen-Schnack. Dass es so schön ist und so bunt ist und so positiv und so viel Energie und dass man aus dem Film rausgeht und sich gut fühlt.